Genau, das ist der Jens, ne? Ein sehr fleißiges Mitglied bei uns. Und er hat sich dazu bereit erklärt, mal ein bisschen von seiner Erfolgsgeschichte zu erzählen. Eine Erfolgsgeschichte? Wow. Ja, bist du jetzt schon, wie lange bist du jetzt schon hier? Ein Jahr. Ein Jahr. Ja, und was hat dich herbewegt? Also, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Ich hatte ja im letzten Jahr im Mai einen schweren Fahrradunfall mit echt schweren Verletzungen, Hüfte und Hirn gebrochen und fast. Und da fiel mir mal das Wort Gesundheitsstudie ins Auge. Da dachte ich mir, gehst du mal denn, versuchst dich da mal fit zu machen. Okay. Das hat, glaube ich, nicht gut geklappt. Ja. Tatsächlich nur das Wort Gesundheitsstudie hat mir die Hate drin. Okay. Also. Ohne Mundpropaganda oder sonst was. Also nur die Gesundheit will. Alles okay. Andere war dann, hab ich gar nicht mehr. Gut. Und was hast du in deinem Training, was hast du da erreicht bisher? Also, wer mich gesehen hat, als ich hierher gekommen bin, ja, den merkt oder gesehen, was ist denn das für ein Frack, der hat mir kombiniert. Also ich war echt nicht leben. Also gehumpelt und den Ellbogen, die Hand nicht gerade bekommen und so weiter. Körperlich echt ein Frack gewesen. Das okay. Hat sich aber gerade durch die Übungen echt rasant verändert und verbessert. Ja. Ja, in einem Jahr, gerade ja. Das da jetzt absolut. Also läuft der auch schon wieder ganz, ganz gut, ja, ohne Wackeln oder sonst was. Ne, also von daher gut ab auf jeden Fall für die Leistung. Danke. Ne, genau, also das ist wirklich top, was du erreicht hast. Und wie sieht dein Training aus? Was machst du denn immer hier? Also ich versuche jetzt eigentlich dreimal die Woche zu kommen. Und versuche, zuerst habe ich mal so Kraft aufzubauen. Jetzt bin ich glaube ich bei, was gibt es da noch für Elemente? Ach, ich will abnehmen. Mhm. Ja. Und das bin ich aber zum ersten Sport- und Trainingsbereich. Und eigentlich was alle anderen machen, ne? Um fit zu werden. Oder um kräftiger zu werden. Gut, tschüss. Das hat ja alles eine Wirkung, wenn man das, das kannst du ja anhalb der Statistiken nachvollziehen kann. Ja. Aber also, gefällt dir alles so. Absolut. Du bist auch voll zufrieden mit deinem. Ich bin voll zufrieden. Sehr schön, das hören wir gerne. Wenn ich gerade durch, vielleicht schon über die Grenze gucken. Okay. Aber gut. Ich bin nur mir selber. Na, also nicht mit meinen Grenzen, da meine ich damit, dass ich schon vielleicht am obersten Level angekommen bin. Dass ich kaum noch weiterkomme. Okay, aber man kann, wenn du das dann so hast, dann ist es ja auch gut, dann das Ganze dann einfach zu erhalten. Absolut, ja, natürlich. Ja. Deswegen. Bezeichne ich so gerne als körpererhaltende Maßnahmen, gerade jetzt, wenn man so alt ist wie ich, dass man das Level noch vielleicht noch ein paar Jahre länger hält, dass ich da nicht mehr Muskelberge aufbaue, das ist mir, das sollte jedem klar werden. Aber das ist, glaube ich, schon wichtig, gerade was die Beweglichkeit betrifft. Und na, das ist ja im Endeffekt schon die Altersvorsorge. Absolut. Ne? Und ja, das machst du ja recht. Darum geht es dir. Ja. Mit Freude. Okay, super. Ja, dann danke ich dir, dass du auf jeden Fall uns hier so gut erzählen konntest von deiner Erfolgsgeschichte. Aber gerne noch. Und, bei dem Übungsletter, da muss das ja klappen. Ne? Oder wie nennt ihr euch Trainer? Trainer. Übungsletter. Alter, Begriff. Aus dem Fußball. Nein, das passt schon. Auch wirklich fantastisch. Okay, das freut uns sehr. Super. Wir geben uns Mühe. Ja, und dann danken wir auf jeden Fall. Und freuen uns aufs nächste Training.